Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Horizon Forbidden West bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf Finalkurs. Ihr seht es da hinten, ist die große Schlacht im Gange, die wir hier in der letzten Episode losgetreten haben. Und nachdem das Spiel leider etwas zicken gemacht hat, meine Audiospur irgendwie nicht so ganz da war und nicht alle Töne da gewesen sind und Aaron tatsächlich hier tot am Boden lag, habe ich das Spiel neu geladen und tata, er ist wieder am Start, er ist wieder lebendig. Aber irgendwie, dass es die Animation gibt, dass er so tot am Boden liegt, lässt tief blicken. Mal gucken. Wie gesagt, schön, dass ihr wieder da seid. Lasst ein Like gerne für das Video da. Checkt nochmal, ob ihr schon Abonnenten seid. Und ich würde sagen, wir legen jetzt hier einfach direkt los und gehen weiter und gucken mal, ob wir das Spiel heute tatsächlich hier schon abschließen können oder wie lang dieses Finale tatsächlich dann geht. Wir sind ja jetzt hier schon gut vorangekommen, haben einige Phantome in der letzten Episode besiegt. Jetzt mal gucken, ob das hier genauso weitergeht oder ob wir jetzt uns schon den Fasinet stellen müssen. Einmal hier hoch. Mal gucken, dass ich hier auch wieder alles schön aufgeladen habe an Waffen. Was sagt die Heilung? Ist auch gut. Okay. Oh. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Da oben kämpft Silence, wie es aussieht. Der Felsen dort. Also ich glaube, hier werden wir nochmal kämpfen müssen. Nicht alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Hoppala, ja. War klar. Okay, wir haben zwei. Mit Plasma sind die nicht gegen Säure diesmal. Doch, auch gegen Säure, ne? Mach mich nicht schwach. Genau. Ich glaube, sie schaffen das. So, okay, ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier wieder nicht lang rum. Geben einmal dem hier ein bisschen Schaden mit. Es ist kein Bier, aber okay. Und nähern uns dann dem hier ein bisschen. Einmal. Zweimal. Dann kräftig Schaden machen. Und den Rest sollte der Plasmastoß tatsächlich auslösen, wenn der hochgeht. Schnell weg von ihm. Der da unten ist auch fast voll mit Plasma, aber leider. Habe ich gerade gar keine Plasmawaffe ausgerüstet. So, der da oben ist an seinem Plasmastoß gestorben. Das ist schon mal gut. Den haben wir. Hoppala, was war das denn? Okay. Diese Kristalle gehen hoch. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. So, Achtung. Ich mach einen Move. Zack. Oh, er ist in meinem toten Winkel. Schade, nicht so der tolle Move. Nochmal. Zack. Und nochmal ein bisschen mit Sprengstoff arbeiten. Wo ist er? Ah, er will sich mir noch... Ja, da hast du recht. Ich hab kein Plasma aktuell. Nicht so schlimm. Oh, dafür habe ich das. Vielleicht habe ich ihn noch erwischt. Scheint nicht. Oh, er hat uns gar nicht mehr gesehen gehabt. Was ist denn mit dir los? Zack. Und zack. Das sollte ihm den Rest geben. Sehr schön. Also, Phantome habe ich jetzt langsam raus. Ja. Holen uns hier nochmal ein bisschen Ressourcen. Wir haben Pfeile verbraucht. Wir haben Säure verbraucht. Ich brauche natürlich auch relativ viele von diesen hier, die, wo ich nicht viele nachbauen kann. Jetzt gar keine mehr. Das könnte kritisch werden. Da bräuchte man nochmal eine Werkbank. Vielleicht ist das Spiel so nett am Ende. Holen uns hier nochmal ein paar Pflanzen. Ah, ich glaube, das war's leider. Nochmal irgendwo zwei Heilpflanzen zufällig. Naja, werden schon wieder welche auftauchen. Brauche ich nicht unbedingt gerade. Also, jetzt wollen wir hier rüber, oder wie? Was sagt er?
Hier lang. Ah ja, okay. Großer Sprung. Wow, die haben hier aber auch wirklich alles erledigt. Schreckflügel. Nach rechts, glaubst du. Ah ja. Danke. Und jetzt nach links. Nett, wie er das hier das so ein bisschen narratiert. Das ist ja sehr praktisch. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Noch eine. Oh, beim Blut okay. Der 10. Macht ihr den fertig? Ne, ich hab grad gedacht, jetzt kommt irgendein starker Move von oben. Ah, Regala ist am Start. Oh. Eieieiei. Ich gehe jetzt mal hier nur mit Pfeilen drauf, nicht mehr mit Sprengladung, weil das habe ich, wie gesagt, nicht mehr so viel leider zum Nachbasteln. Ah, ich hätte auf die Waffe schießen sollen. Also reicht los. Aber so. Okay. Silence ist auch am Start. Wir versammeln uns wohl wieder. Ist das eine Sackgasse hier? Hier lang sagt Regala, da hoch. Ah, nee, so ist auch hier oben. Cool, danke. Wow. Das ganze Zenith-Zeug an. Das ganze Zenith-Zeug. Mal mit. Okay. Da sind wir. Jetzt geht's rein. Na los, gehen wir! Oh oh. Das ist Regalas Fight jetzt. Hier lang, Dämon! Oh, wir werden von Regala getrennt. Oh, ist das ihr Ende? 4x5? Das ist der Tod, der mir versprochen wurde. Los! Okay, uns wird keine Wahl gelassen. Wir hätten sie natürlich sonst retten wollen. Aber man hat sie nicht sterben sehen. Mal gucken. Man hat sie nicht sterben sehen. Frieden war ihr gleichgültig. Es war heftig. Aber Kotalo brachte mich zu einem Netzwerkknoten. Ich versuche reinzukommen. Versuch's weiter. Wir sind fast am Turm. Kohle sammeln hier. Ist klar. Geht's hier runter? Scheint so. Der Kampf ist immer noch am Start. Die Schlachtrücken, Alter. Das sind solche mächtigen Viecher. Oh, oh, es gibt viele von denen. Wir haben bis jetzt immer nur die drei gesehen. Ah, jetzt wissen wir, wer hier so viel Stress macht. Will das Schoßhündchen. Silence, da kommen Zeniths. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das okay, jetzt bin ich gespannt. Kannst du uns nicht verletzen. Wenn denen ihre Schilde weg sind, dann sind die ja super easy zu erledigen. Sind ja dann nur Menschen ohne Rüstung, oder? Silence! Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Ich muss ein bisschen Zeit schinden, glaube ich. Unsere Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. So. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Okay.
Sollen wir etwa Angst haben? Silence. Einmal was richtig gemacht. Oh, und die Maschinen holen sie sich gleich. Ja, die beiden natürlich nicht. Aber fliegen können die trotzdem raus. Okay. Okay, also bleiben nur noch zwei. Dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Hat sie noch ihre Rüstung? Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit. Müssen wir wohl doch noch mal durch den Schlachtrücken durch. Oder macht ihr das? Oh, es kommt als Cutscene. Auch nicht schlecht. Cool. Mir fehlt aber immer noch die letzte Maschine, ne? Es gibt bestimmt noch mal eine bessere Farsinet-Maschine von denen. Oder haben wir die schon gescannt? Ne, es gibt noch eine Überraschungsmaschine am Ende, denke ich mal. Okay, begib dich zur Turmspitze. Sind wir allein? Wir sind allein. Okay. Ich muss hoch auf den Turm. Die anderen sind wohl noch im Kampf. Hey Leute, hier! Stirb, Maschinenabschaum! Okay. Totalo ist auch am Falten. Geht's gut. Sofern Alva sich beeilt. Ich bin schon fast im Netzwerk. Gib einfach dein Bestes. Oh, neue Kiste. I take it. War da noch eine? Aha, guck mal, hier liegt Zeug. Das muss ich mitnehmen, weil einfach das uns wahrscheinlich noch auf den finalen Kampf vorbereitet, okay, der jetzt gleich ein kommt. Ein Aufzug, vielversprechend. Sehr vielversprechend. Oh, aha. Oh, ist das jetzt der Fight gegen ihn? Oh, ein Aufzug runter. Eric, du hast kein Schild mehr, oder? Ich brauche keinen Schild, um dich fertig zu machen. Glaub mir, du wirst dir einen wünschen. Okay. Okay, er hat auch einen Helm. Oh, und er kann immer noch fliegen, natürlich. Ja, da war was. Okay, vielleicht so. Ich wollte schon so lange ein. Eieiei. Okay. Alter. Kommst du auch wieder runter oder ist das tatsächlich ein Fernkampf? Du musst da immer... Ich mach dich fertig! Oh, der hat mich mit Plasma. Ich hätte echt rausfinden sollen, wie das mit dem Plasma weggeht. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, das Plasma geht immer noch hoch. Nee, geht nicht mehr hoch. Okay. Warum auch immer. Hoppala. Jetzt kommen unsere Skills hier gegen das Fortdauern wieder zum Vorschein, hoffentlich. Jetzt geht er wieder auf Fernkampf. Links-rechts Ausweichkombi ist da gut. Bumm, hier. Eieieiei. Kommst du wieder runter? Oh, das ist die. Aber auch alles Gute hat ein Ende. Oh, ich bin so blöd. Da habe ich mich jetzt echt selbst ein bisschen reingelegt. Ich wollte unter ihm eine Bombe platzieren. Das hat gar nicht funktioniert.
Eieiei, schnell auffüllen. Da kommt er. Hey, Leute, bist du da? Ich komme dir helfen. Ich muss noch den Weg reinfinden. Irgendwie lädt sich auch mein Speer nicht so wirklich auf gegen ihn, ne? Oh, das kann er auch noch. Okay. Ausweichen. Eins, zwei. Ja, bei dem eine Kombi reinzubekommen ist auch echt schwierig, weil er immer so rumhüpft. Rum. Aber ich glaube, wir schaffen es, ja? Aktuell sieht es noch gar nicht schlecht aus. Ja, der war wichtig. Der war sehr wichtig. Nochmal heilen. Oh, er hat mich erwischt mit Plasma, aber er hat keinen Helm mehr auf. Ich habe ihn. Hast du vergessen, wie sich Schmerzen anfühlen? Der Mörder von Val. Damit wir es nicht tun müssen. Jetzt geht der Spaß los, oder? Bei Eric bleibt noch einer. Geht's dir gut? Es geht gleich wieder. Okay. Los. Also deine Gucken, ob wir hier was auffüllen können. Ah, offensichtlich haben wir hier auch wieder Teile eingesammelt vorhin. Das ist sehr gut. So, aber Heilung wäre noch gut. Wir haben nur noch 11 Pflanzen. Und keine mehr in Stock. Ich guck mal kurz, ob hier was rumliegt. Da ist noch was. Ne, das sind alles nur technische Teile. Ich nehme das trotzdem mal mit, aber schön wären ein paar Pflanzen hier. Ich sollte den nur Aufzug 11 nehmen. Stück. Ja, ich weiß, ich soll den Aufzug nehmen. Ah, okay, ein paar zumindest. 3 voll und 5 in Stock. Okay, hier gibt es auch noch was. Da wächst sogar noch eine. Jetzt haben wir 7 in Stock. Okay. Hier ist nichts mehr. Da ist noch eine. Better be prepared, you know? Im Finale, you never know, was hier noch so kommt. So, ich glaube, das sind die letzten beiden Sachen. Keine Pflanzen, nicht schlimm. Ich denke, das reicht erstmal. Vielleicht kriegen wir auch noch mal ein paar. Das Spiel ist ja doch recht verzeihend an manchen Stellen. Lastenaufzug aktivieren. Geht's jetzt hin? Die Maschinen und Phantome haben sich was ganz nach oben. Okay. Was war das? Wo war der Rest von unserer Truppe vor allem? Ausfallsicherung der Druckermatrix aktiviert. Er kontrolliert jetzt einige Systeme. Auch den Aufzug? Ich oh fürchte, ja. Er hat den Zugang nach oben gesperrt. Du wirst ab da klettern müssen. Natürlich. Ich hab ihn fast. Hier ist es. Let's go. Da machen wir nicht lang rum. Klettern haben wir geübt. Reichlich, behaupte ich. Alles für diesen Moment. Und zack. Es sollte in einem Sprung gehen. Sehr schön. Erend, sind alle in Ordnung da unten? Genau, was ist mit den anderen? Wir erledigen die letzten Phantome. Was ist mit den Maschinen zusammen? Cool. Tot, glaube ich. So sagt, du hast Eric erledigt. Gut gemacht. Ja. Nur noch Gerard jetzt eigentlich, ne? Dann sind wohl nur Tilda und Gerard übrig. Oh, Tilda nimmt sie auch in dem Satz. Okay. Ich war im Netzwerk, interessant. Aber schon nach einer Minute wurde ich rausgeworfen. Ich habe Flugpläne und Flugrouten gefunden. Als ob die Sinus planten,
erst noch mehr. In den Dateien waren lauter Hinweise auf etwas namens Nemesis. Oh, oh. Was immer das ist, die Sinis haben Angst. Alva? Alva! Was ist hier los? Nemesis, okay. Ich will weiterhelfen. Vielleicht ist Tilda auch nicht so gut, ha? Vielleicht. Irgendwie scheint das noch nicht ganz aufgeklärt zu sein, was hier wirklich abgeht. So, wo geht's weiter hier? Boah, ich nehme an, da oben ist das Finale, ne? Wenn wir jetzt hier so hochklettern. Da waren noch mal Pflanzen drin, sehr schön. Komme ich hier rüber? Ja. Ich bin fast da. Fast da. Wenn du das sagst. Boom, alles schön auffüllen. Ich nehme mal lieber den Trank in die Hand. Die Bombe hat mir vorher nicht so gute Dienste geleistet. Ah, das ist eine neue Treppe hier. Und das scheint wie eine Finaltür zu sein. Okay. Was passiert hier? Oh, Beta. Servus. Geht es dir gut? Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast, aber hilf mir, auf das Zenith-Netzwerk zuzugreifen. Ich muss ihre Dateien sehen, alles im Zusammenhang mit Nemesis. Okay. Da drüben. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Diese Szene, ich find's schön. Gerade noch nicht so ganz also, absehbar. Ja, nimm es. Hier. Da ist etwas im Weltall. Es verfolgt die Zenith-Aktivitäten auf der Erde. Schau. Fluchtvektoren. Alva wollte mich davor warnen. Die Zeniths wollten nicht hierbleiben. Es ist eine Art Maschine. Oder ein Maschinenschwarm. Die Energiemessungen sind astronomisch. Hey Leute, die Zenith-Kolonie auf Sirius wurde nicht von einer Naturkatastrophe zerstört. Das Ding hier war's. Oh. Okay. Die Erde ist nicht ihr neues Heim. Sie ist ein Zwischenstopp. Sie sind unter Flug. Und wer ist hinter ihm? Tilda. Tilda hat Gerard erledigt. Und Tilda ist nicht unsere Freundin, wie es aussieht. Wie ich sehe, warst du fleißig. Und du hast gelogen. Nemesis, was ist das? Das sind wir. Die Gedanken von Farzeneth. Oder fehlgeschlagene Kopien davon. Okay. Immerhin, auf Sirius waren einige mit der körperlichen Unsterblichkeit nicht zufrieden. Ihr Ziel war digitale Transzendenz. Ein Weg, ihre Gedanken in organischer oder mechanischer Form hochzuladen. Nemesis ist ein fehlgeschlagenes Experiment, das verworfen wurde, aber nie gelöscht. Eine riesige Datenbank voller Erinnerungen, Emotionen und Vorurteilen, die vor sich hinschwelte. Und die hat eure Kolonie zerstört? Wir wussten nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, bis sie sich freikämpfte. Sie wusste alles Nötige aus unseren Erinnerungen. Sicherheitsprotokolle, Systemspezifikationen, Überbrückungscodes. Es war schon alles gehackt, bevor wir wussten, wie uns geschah. Dann übernahm sie unsere Druckfabriken, wodurch sie jede Maschinenform annehmen und uns auslöschen konnte. Aber wieso? Stell dir vor, du bist jahrzehntelang allein gefangen und deine Gesellschaft sind nur die verqueren Echos von Größenwahnsinnigen. Sie hasst uns, weil wir sie in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und jetzt ist sie frei und tut alles, um uns zu zerstören.
Deswegen ist die Erde nicht unsere Heimat. Das Ausrottungssignal, das Hades erweckt hat, habt nicht ihr gesendet, sondern Nemesis. Endlich verstehst du es. Und als das fehlschlug, ist sie von Sirius ausgestattet, um es zu Ende zu bringen. Deshalb müssen wir auf irgendeinen Planeten fliehen, der irgendeinen Stern umkreist, sodass sie uns nicht finden kann. Mit Gaia. Damit ihr euch eine neue Welt aufbauen könnt. Das ist der Plan. Selbst aber jetzt. Sie ist allein jetzt. Die Erde ist erledigt, Aloy. Nemesis wird alles Leben hier vernichten, damit ihre Schöpfer keine Heimat finden. Aber Elisabeths Traum wird nicht sterben. Du kommst mit mir zu den Sternen. Und mit Gaia werden wir eine neue Welt erschaffen, wo uns diese Monstrosität nie finden wird. Was? Nein. Ich habe Elisabeth geliebt. Mehr als du es dir vorstellen kannst. Ich habe sie zurückgelassen und sie ist mit dem Rest der Menschheit gestorben. Ein Fehler, den ich seit 1000 Jahren bereue. Jetzt steht sie wieder vor mir. Nicht nur eine billige Kopie, sondern das Abbild ihres Selbst. Ich bitte dich nicht. Du kommst mit mir. So funktioniert das nicht, glaube ich. Aber in ein paar Jahrhunderten wirst du mir vergeben. Jo. Du kannst mich nicht zwingen, Tilda. Dein Schild ist zerstört. Ich habe etwas Besseres. Phantom Prime. Zu mir. In Deckung! Ab von hier! Das ist wohl der Endboss. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Phantom Prime. Scan. Alle Maschinenarten gescannt. Okay, das hat schon mal funktioniert. Aktiviert deinen aktuell ausgewählten Mutstoß. Ja, das weiß ich. Aber ich habe immer noch nicht verstanden. Jetzt, okay, auch gegen Säure. Alter, Phantom Prime. Also, wir haben gerade die Trophäe bekommen, dass wir alle Maschinen gescannt haben. Das ist tatsächlich die letzte. Phantom Prime. Säure und Plasma, das wissen wir. Sprengstoff. Da oben kann man etwas zum Explodieren bringen. Die Ohren. Okay. Die sind abnehmbar. Das sind Waffen. Abnehmbar. Sprengstoff da auch nochmal. Okay. Ja. Das sieht schwierig aus. Also die Ohren sind etwas, was man hochjagen kann tatsächlich. Aber das, die sind auch wiederum geschützt und natürlich ein super kleines Ziel. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht erstmal hier ein bisschen. Oh, ja, ja. Warum du dich zurückhältst? Erstmal ein bisschen. Hey, der ist gar nicht in meine Falle gedappt. Oh. Da ich glaube, dass das ein größerer Kampf wird, platziere ich jetzt hier erstmal ein paar Fallen. Wenn die Menschheit überleben soll, musst du leben. Okay, so. Das soll mal reichen. Und jetzt gehen wir mit Säure drauf und gucken mal, was wir an uns Schaden anrichten können. Uhuhuhu. Okay. Dieses Phantom kann auch ganz anders. Eieieiei, Alter. Goldpanzer zielen. Immer noch nicht? So. Diese Goldplatten sind angreifbar. Ja. Aber dann musst du sie markieren. Das wird was. Nehmen wir einen mittleren Gesundheitstrank. Was sind die Goldplatten? Vielleicht ist es wirklich Zeit für den Mutstoß direkt zu Beginn. Wow, okay. Ich muss ihre Ohren vielleicht freischießen. Angriffsmuster Sigma. Oh. Ich gehe mal hier wieder in Richtung der
fallen und dann gucken wir mal, dass wir mit den bisschen gröberen Waffen rangehen und vielleicht... Ah ja, sehr schön. Ah ne, die Bombe ist nicht explodiert. Interessant. Kriegen wir dich nicht in die Bombe rein hier? Ich wusste, du würdest dich nicht verletzen. Aha, aha. Doch, ich will dich sehr wohl verletzen, meine Liebe. Deswegen schieße ich dir jetzt deine Ohren da frei. Sie hat Plasma-Schaden bekommen. Sehr schön. Und wir können versuchen, jetzt für die Explosion noch maximalen Schaden zu machen. Das haben wir ja gelernt in der in dem schönen Jagdgebiet, wie das geht. Frage dich, warum du dich zurückhältst. Oh. Oh. Okay. Was ist das? Wow. Alles klar. Sie hat aber gut Schaden bekommen, glaube ich. Jetzt gucke ich, dass ich nochmal Säure auf sie mache. Sie hat ja gerade meine letzte Bombe zerstört, leider. Vielleicht nochmal kurz ein bisschen Heiltrank nehmen. Wow, okay, das war blöd. Das hat mich leider gerade einfach den Heiltrank gekostet. Nochmal Säure. Perfekt. Bumm. Ja, komm, also ich hab dich bald. Bumm. Oh, oh. Ausweichen. Pfeile herstellen. Wenn ich nochmal die Ohren treffen könnte, aber ich glaube, solange sie nicht betäubt ist, wird das schwierig. Ich halte das aus. Du hast mich. Ja, ja, ja. Jetzt mal abwarten, du. Ich kann ja mal eine Betäubungsbombe hier einsetzen. Oh, das war voll verzogen. Die Rüstung ist ab und was auch immer. Boah, ich habe ihn gleich. Oder sie, muss man ja eher sagen. Kann ich nicht noch auf die Ohren schießen? Bald sind wir der letzte Rest der menschlichen Rasse. Entdeckung. Diese Feuerattacke, okay. Bumm, ich hab's. Neue herstellen. War's das? Okay. Mit Pfeil und Bogen gegen die Phantom Prime. Das holen wir uns natürlich. Okay. Ist noch irgendwas hier? Nee. Weil ich dem Frieden noch nicht so traue, baue ich jetzt erstmal nochmal hier die Munition nach. Zack. Das geht nicht mehr. Das geht noch einmal. Perfekt. Und dann holen wir uns das hier zurück und vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Heiltrank. Habe ich nicht noch andere Heiltränke? Doch, großer. Perfekt. Ist sie tot da drin, oder wie? So, Silence, fällt dir was ein? Wolltest du dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Oh, er weiß es schon. Du hast die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen. Und hier und jetzt dabei sein. Und wie zerstören wir Nemesis? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenakt zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen. Oh, du willst auch der gehen? Odyssey und der Apollo-Datenbank. Ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen. Eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda. Lade ich dich höflich ein.
Du willst einfach abhauen? Und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen. Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth. Werden wir eh nicht machen. Ihr fällt jetzt irgendwas ein, oder? Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Oder wir nutzen das Shuttle und machen was Cooleres. Sie steht noch. Den Zehn sei Dank. Leb wohl, Silence. Oh, wir lassen ihn aber gehen. Okay. Dann kommt irgendwann mal Space Silence zurück. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy. Beta, wir brauchen jetzt, glaube ich, noch dein Wissen. Vielleicht fällt ihr noch was ein. Oder Silence überlegt sich's anders, hm? Opfert er sich? Boah, das wäre natürlich ein Move, Silence. Na, wo geht er hin? So weit weg, wie nur möglich. Oh. Sicher? Oh, Silence. I like it. Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ich hoffe, es ist wirklich das Ende. Oh, okay. Ist das das Ende? Cliffhanger mit Nemesis? Oh, das baut jetzt auf, dass jetzt der dritte Teil quasi ist, wie wir Nemesis besiegen. Oder kommt da noch was? Vielleicht fällt uns noch was ein. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elizabeth. Oh, scheint wirklich ein bisschen Ende-Ende zu sein, ha? Huh? Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen. Sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Ist das Regala, die da liegt? Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil? Ich habe schon Angst. Na, diesen Soundtrack finde ich einfach so gut gemacht und so schön. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen.
ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein. Oh, wir füllen sie mit weiteren Zusätzen auf anscheinend. Ah, okay, cool. Das war's. Guerilla. Leute, das ist es. Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch die Platin-Trophäe poppt oder... Ich kann mich erinnern, dass die letzte mir fehlende Trophäe hieß Nemesis besiegt. Was wir jetzt definitiv nicht gemacht haben. Wie kommen wir da ran dann? Ich bin mal gespannt. Können wir eigentlich steuern? Nee, ich kann nicht steuern. Mann, ist das schön. Wirklich schön. Also, oh, das ist auch tatsächlich, wir sind im, da, wo wir angefangen haben, ne? Man fliegt jetzt vielleicht den ganzen, das wäre eine coole Idee, man fliegt jetzt den ganzen Abspann über die Map. Wir fangen jetzt hier, das ist genau hier das erste Dorf, wo wir losgelegt haben, wo wir die Linsen in den Türmen gesucht haben. Wow, schon ein gigantisch großes Spiel, ne, wenn man mal überlegt, auch von der Map her. Fazit, mir hat es sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Ich bleibe natürlich jetzt noch rauszufinden, ob wir jetzt das Ganze jetzt hier gleich mit Platin abschließen. Und es gibt auch noch viel auf der Map zu erkunden. Ich habe noch nicht alle legendären Rüstungen, das heißt, ich muss nochmal in die Arena. Upgrades muss man unglaublich viele Maschinenteile farmen von den großen und schwierigen Maschinen, um die abzugraden. Aber tolles Spiel. Auch ein Dank an euch, wirklich, dass ihr hier so regelmäßig reingeschaut habt. Ich weiß, es waren jetzt nicht viele Leute, die sich hier die Videos immer angeschaut haben, aber darum geht es mir gar nicht. Die reingeschaut haben, regelmäßig, und das hat mich sehr, sehr gefreut und ja, vielen Dank da auch nochmal an euch. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich weiß, viele haben gar nicht die Möglichkeit, das Spiel aktuell zu spielen, entweder weil sie keine Blazy haben oder weil es auch einfach wirklich sehr, sehr teuer ist noch, fand ich. Aber ich finde, es lohnt sich auch darauf zu warten. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Spiel generell, das ganze Konzept mit den Maschinen und den Teilen abschießen. Ist so genial, war auch schon im ersten einfach genial. Sie haben das hier nochmal schön erweitert, neue Waffen reingebracht, die ich nicht unbedingt alle genutzt habe, gebe ich auch zu. Vielleicht muss ich dann in meinem zweiten Durchgang oder jetzt auf der Jagd nach 100% mehr Fokus drauf legen, die neuen Waffen, mal abgesehen von meinem Speerwerfer, den ich wirklich nonstop genutzt habe, aber die anderen Scharfschützenbogen oder eben auch... Cool. Auch die, den Häcksler oder sowas habe ich sehr wenig benutzt, das gebe ich zu. Aber an sich, toll. Wirklich tolles Spiel. Wie gesagt, das ganze Konzept ist einfach eine runde Sache. Man hat diese Maschinen, die auch alle eine Funktion haben. Und einfach, das ist in der Story auch schlüssig. Und man sammelt die Parts, wie man es natürlich als Tribe in der Zeit wahrscheinlich machen würde. Und nutzt die dann wieder, um sich abzugraden. Ganz, ganz toll gemacht. Wirklich. Gefällt mir richtig gut. Schreibt mir auf jeden Fall was in die Kommentare, auch unter diese Episode. Was euer Fazit vom Game ist. Ob euch das Let's Play gefallen hat. Ob ihr ja auch einfach Ideen habt, wie das hier auf dem Kanal weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall wieder... auch einen Fokus auf Guides natürlich legen, wenn ich ein Spiel finde, was mich reizt und was Sinn macht in diese Richtung. Aber ich freue mich wirklich immer, wenn ihr hier reinschaut und euch meine Videos anschaut. Und tatsächlich, wie ich vermutet habe, fliegen wir jetzt hier den gesamten Abspann über die Map. Das ist das nicht cool, das kann man jetzt auch einfach mal genießen. Und ich will einfach abwarten, ob eben am Ende tatsächlich noch eine Trophäe poppt, weil es fehlt nur noch eine. Wir haben alle Maschinen gescannt. Die Trophäe ist für mich gepoppt. Es
heißt, es fehlt die letzte Story-relevante. Und ich meine, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Kann mal nebenher gucken. Die hieß Nemesis. Wie heißt es? Nemesis besiegt, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Ist das. Nein. Sie heißt Nemesis entdeckt. Oh, okay. Alles klar. Das heißt, das haben wir theoretisch gemacht. Das heißt, es kann sein, dass diese Trophäe nach dem Abspann poppt. Und damit sollte dann auch tatsächlich die Platin-Trophäe poppen. Alle Trophäen erlangt. Ich bin gespannt. Weil eigentlich haben wir alles gemacht. Ah, das hatte ich falsch in Erinnerung. Die heißt nur Nemesis entdeckt. Interessant. Das heißt, das ist der Teaser wirklich auf die letzte Schlacht dann wahrscheinlich im definitiv kommenden dritten Teil. Fantastisch. Ja, guck mal da, den müssen wir farmen. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Stellen, wo man tatsächlich diesen Fledermaus Schreckenzahn oder sowas finden kann. Da brauche ich einige Teile für die Rüstungen und Upgrades. Die sind sehr beliebt und sehr rar, finde ich, diese Maschine. Ich habe noch keine andere Stelle gefunden, wo der finden ist. Sieht das nicht toll aus? Auch das mit dem Flug am Ende, dass das wirklich geht, dass man eine Flugmaschine überbrückt, und das ist wirklich, und das muss ich jetzt mal ein großes Kompliment aussprechen, in dieser Open World gut funktioniert, diesen Flugdrachen zu benutzen. Also das ist wirklich etwas, was ich in der Form nicht erwartet hätte, weil es ist eine Sache, am Boden eine Reitmaschine zu benutzen und einfach schneller durch die Map zu hüpfen, aber über alles drüber zu fliegen und die Maschine auch wirklich tatsächlich landen zu können, von ihr abzuspringen, wieder am Boden zu kommen, sofort in den Fight reinzugehen, dann letztendlich tatsächlich auch wieder auf die Maschine sich hochzuziehen oder im Gleitflug von der Maschine aufheben zu lassen, das haben sie unglaublich implementiert. Das muss ich wirklich sagen. Das war eine der größten Highlights in dem Spiel, fand ich, wie sie das geschafft haben. Das hat mir gut gefallen. Das will ich an der Stelle nochmal betonen. Und auch die Unterwasserelemente, die ja auch neu waren im Gegensatz zum ersten Teil, auch das hat mir sehr gut gefallen. Also hier gerade vor allem natürlich der Fokus, wo wir gerade drüber fliegen, in Vegas Poseidon geholt haben. Die erste Unterwasserwelt, ne, und wie man da reintaucht, super schön gemacht, gerade mit den Lichtern oder Glimmer, wie sie ja genannt werden hier. Und ganz, ganz toll. Also, darf man jetzt auch mal ein paar schlechte Punkte sagen. Es gibt auch natürlich ein paar Bugs im Spiel. Es hat sich mal jetzt zum Beispiel in der letzten Episode mal der Ton aufgehängt im großen Finale. Zumindest kam nicht mehr alles durch. Plötzlich lag Aaron tot am Boden. NPCs, die sich ein bisschen seltsam bewegen, oder wer sich erinnert, in der Nebelmission, der alte Mann, der dann im Berg stand und nicht mehr ansprechbar war. Manchmal buggy, aber nicht spielentscheidend, finde ich. Und wirklich alles war durch ein kurzes Raus aus dem Spiel und wieder Laden lösbar. Also wirklich nicht spielentscheidend. Das ist immer mal wieder aufgefallen, aber nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, das macht mir das Spiel kaputt. Also wirklich minimal, und Maschinenkämpfe haben super funktioniert. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die das noch viel, viel ausgefeilter machen als ich hier. Die Maschinen einsetzen, die verschiedenen Spulen und Sachen fokussieren, auch die verschiedenen Mut-Attacken, die es ja auch gibt, habe ich noch lange nicht alles wirklich vollständig erkundet und ausprobiert. Also es gibt hier wirklich noch riesiges Potenzial, und ich werde das auch definitiv noch weiter spielen, versuchen, die 100% voll zu machen, eben alle Maschinen scannen, alle legendären Parts finden, die letzten unentdeckten
Gebiete auf der Karte aufdecken, aber ich schätze, dass wir jetzt in den guten oder Anfang der 90er% zur Aal stehen und eben nicht mehr so viel fehlt. Ah, jetzt fliegen wir ja schön durch den Dschungel. Ihr könnt ja mal auch da in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch mehr sehen wollt. Ich muss noch mal in die Arena zum Beispiel. Sehr, sehr challenging, die Arena-Kämpfe. Also, es gibt noch viel zu tun auf dem Weg zu 100%, aber ich denke, das wird vorerst das letzte Video hier zu Horizon Forbidden West. 60 Parts. Ich glaube, das hier ist sogar Part 61. Nicht ganz runde Zahl geschafft. 61 Parts. Aber ist ja nicht verkehrt. Wie gesagt, gerne das Video mit einem Like unterstützen. Ich hoffe, ihr seid schon alle Abonnenten, aber wenn ihr hier bis hierhin tatsächlich es geschafft habt, sag ich mal, dann glaube ich, dass ihr hier schon regelmäßig reinschaut. Und jetzt bleibt nur noch das abzuwarten, ob wir hier am Ende die Platin-Trophäe bekommen. Ich rede jetzt schon eine ganze Weile. Ich bin jetzt einfach mal ein paar Momente ruhig. Wir genießen hier den Sonnenuntergang, den finalen Flug hier Richtung Westen. Wir kommen jetzt hier über die letzte Hügelkette, glaube ich, und dann eben ins Strandgebiet und auf die Inseln Richtung San Francisco. Und ich denke, wow, oh, hier gibt es auch so ein Schreckenzahn. Das muss ich mir merken, dass der hier auch anzutreffen ist. Ich suche nämlich schon die ganze Zeit, wo ich den nochmal finden kann. Gut zu wissen. Ihr seht, da hinten ist die Küste. Und jetzt genießen wir mal hier den Anblick Richtung Forbidden West. Gorilla Babies, wie cool. Das sind wahrscheinlich die Babys, die in der Zeit auf die Welt gekommen sind, in der sie das Spiel
produziert haben. Wahnsinn. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber das ist meine Interpretation. Toll. Also ich muss auch sagen, das mit dem Abspann haben sie toll gemacht. Noch nie habe ich mir so gern einen Abspann angeschaut. Eine tolle Idee, von Anfang bis Ende die Map mit dem Vogel hier abzufliegen. Thank you for playing. Ja, tolles Spiel. Und jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass wir hier die Platin-Trophäe gepoppt bekommen. Und damit das Spiel abschließen. Das war mir wichtig, dass ich eben die Story am Ende mache, die Trophäe damit hole und nicht noch jetzt irgendwie kurz eine kleine unwichtige Trophäe einsammeln muss. Dementsprechend breche ich das jetzt hier mal ab. Gucken mal, wo wir rauskommen. Da kommt Nemesis entdeckt, ist die nächste Trophäe, die gepoppt ist. Hauptquest abgeschlossen und da ist sie. Die Platin-Trophäe. Herzlichen Glückwunsch zum Besiegen der Bedrohung der Farsinet. Du kannst die Welt nun frei weiter erkunden und unvollständige Gewässer oder Aktivitäten abschließen. Vielen Dank fürs Spielen. Ich sag auch vielen Dank. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Nochmal, danke. Lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und wir werden uns dann hier auf jeden Fall bald wiedersehen. Danke nochmal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.